Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Kingdom Hearts Final Mix. Und ja, im letzten Part, weil ich ja schon ein bisschen länger her ist, wo ich ihn aufgenommen habe, haben wir hier diesen Wal sozusagen erforscht. Ich guck gerade mal, wir sind in Monstro, also in diesem Wal, und haben Pinocchio getroffen und auch sein Erschaffer auf jeden Fall, aber ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Wie hieß der nochmal? Pinocchio ist mein Ein und Alles. Ich wüsste nicht, was ich ohne ihn mache. Ja, das ist schön, aber... Okay, da ist noch ein Goldfisch-Moment. Da müssen wir einmal kurz ins Tagebuch schauen, weil das... das lässt mir jetzt keine Anzeige berichten. Charaktere auf jeden Fall. Charaktere 2, Herr Knauf, Tigerkatze, weiße Kaninchen. Karte Pick, Karte Herz, Karten... Okay, das hilft mir nicht weiter. Ach, Moment, man kann hier weiterblättern. Ja, das ist natürlich... nein, Hades, Cerberus, ja, so heißt er bestimmt nicht. Geppetto, genau, so war sein Name, Geppetto. Ich wusste doch, das war irgendwie was Komisches, leicht Touch-Italienisches, wenn man das so sehen will. Okay, wir sind also jetzt noch hier und wir wollen auch auf jeden Fall da oben nochmal lang gehen, weil wir haben seit dem letzten Mal so einen Megasprung gehabt. Das ist halt die Gruppen-Ability und deswegen kommen wir jetzt auch an Orte, die wir sonst vorher nicht erreicht haben. Ihr seht, dass wir hoch wir springen können und das unterstützt uns doch sehr. Und wir gehen mal hier hin, Speiseröhre. Also in die Speiseröhre, das wird natürlich interessant. Hier ist auf jeden Fall ein Herzlose, also das steht fest. Da kann ich gar nicht lange fackeln, da muss ich schon wieder kämpfen. Da kommst du wohl, zeig dich. Oh, die Dinger sind auch nicht zu verachten, aber ich habe hier Gott sei Dank schon mittlerweile die Ability-Analyse. Das bedeutet, ich kann das Ganze analysieren. Ja, Moment, ich will erst das Trio-Tech hier ausführen. Ein paar Taler, also das Blaue gibt halt ein paar Taler und ein paar Items. Nichts irgendwie, was von der Story her wichtig ist oder sonst irgendwie großartig von Bedeutung. Ja, Goofy, sammeln wir mal alles ein, das ist sehr schön. Bevor das alles hier abhanden kommt. Hier war noch irgendwo was, oder? Ah, dann ist das schon weg. Hat sich's aufgelöst. Wir gehen mal... Moment. Erstmal die Viecher hier erledigen, aber... Das wird sowieso noch ein Spaß, weil... Ich werde hier jedes Mal runterfallen, wette ich. Wenn ich die Dinger angreife. Er hätte bekommen. Okay. Da war doch noch... Ach da. Ich hab den nicht gesehen. Ich dachte, du wärst aus meinem Team... Wo bist du? So, danke Donald, du hast das recht schnell und kompromisslos erledigt. Oh, wer bist du denn? Ach, da sind nochmal solche Viecher. Oh, wer setzt von euch Gravity ein? Das mag ich überhaupt nicht. Also, von den Gegnern mag ich die nicht. Wenn ich das mache, ist das kein Problem, aber Gravity bitte mir überlassen. Das ist nämlich... Moment. Jetzt, ich bin leicht verwirrt, wie ihr seht. Weil ich nicht ganz genau weiß, wie ich hier hinkommen soll. Komm, erledige sie. Jetzt, wir sind auf einer Ebene. Fall bitte nicht runter, Sora. Erledigt. Oh, was ist das denn? Eine Mega-Potion nehmen wir gerne an uns. Hier war doch noch irgendwo. Hier sind noch mehrere. Komm, schauen. Ich müsste mal nachsehen. Was? Wo geht's hin? Wo war denn... Was? Magen? Irgendwie scheine ich was verpennt zu haben. Ach, der... Jetzt verstehe ich das mit dem Magen. Man muss da oben springen. Und wo kommen wir jetzt hier hin? Hey! Let Pinocchio go, Riku! A puppet that's lost its heart to the heartless. Maybe it holds the key to helping Kairi. How about it, Sora? Let's join forces to save her. We can do it together. What? You'd rather fight me? Over a puppet that has no heart? Heart or no heart, at least he still has a conscience. Conscience? You might not hear it, but right now it's loud and clear. And it's telling me you're on the wrong side. Then you leave me no choice. Pinocchio! Pinocchio! Kimmy,
I'm not gonna make it. Oh, I guess I'm okay. Den Trick will ich definitiv auch beherrschen. Aber dazu kommt es wohl nicht. Wir dürfen gegen so ein Tentakelviech kämpfen. Das kennen wir doch bereits schon. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr ganz genau woher, aber irgendwo haben wir gegen das Ding schon mal gekämpft. Das sieht nicht gut aus. Na, ich muss hier hinten an. Ich muss da oben irgendwo dran. Das ist benebelt. Aua. Ich darf nicht. Wieso komme ich da nicht dran? Jetzt aber. Muss ich von vorne? Das Ding hat auf jeden Fall eine Menge an Leben. So viel steht fest. Ja, immer auf die Kleinen, ne? So, ich zeig's dir. Ja, so schwer scheinst du gar nicht zu sein. Ah, ich muss die Kugel hier angreifen. Sagt mir das doch mal einer. Ich greife die ganze Zeit das Falsche an. Ich versuche nämlich die ganze Zeit seinen Kopf da hinten anzugreifen, aber das scheint nicht zu helfen. Aua, ich muss echt auf die Magensäure hier achten. Die macht mir echt zu schaffen. Komm, mach die Kugel hier fertig, Donald. So, Goofy, drauf auf die Kugel. Ach, immer auf die Kleinen. Habe ich dir irgendwas getan? Oh, wow, 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 wow. Danke. Wird Zeit, dass ich hier mal die nächste Stufe von der Heilung lerne. Ich brauche fast drei ganze Aufladungen, aber reicht doch eigentlich. Wir müssten jetzt den Gegner gleich erledigt haben. So, jetzt aber. Komm, auf die Kugel, auf die Kugel. Die hat nicht mehr viel. Ach, verdammt. Der ganze Typ hat nicht mehr viel, oder das ganze Ding eher gesagt. Wobei, ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil jedes Mal, wenn ich einen Block kriege, ganze 12. Aua. So, hat sich erledigt, das ganze Spielchen. So, Maximum LP sind auch noch gestiegen. AP von Donald und von Goofy habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen, aber der hat eine Menge dazu bekommen. Puh, aber auf jeden Fall haben wir das Ding besiegt. Kraft der Zeit erhalten, die Magie Stopp erlernt. Also die Magie Stopp, die brauchen wir, glaube ich, für... Ich glaube, die stoppt die Magie oder so. Oder so irgendwas anderes. Weiß ich jetzt gerade nicht. So, Kairi ist wie ein lifeless Puppet now. Precisely. And her heart was... taken by the Heartless, no doubt. Tell me, what can I do? There are seven maidens of the purest heart. We call them the Princesses of Heart. Gather them together, and a door will open to the heart of all worlds. Within lies untold wisdom. There you will surely find a way to recover Kairi's heart. Now, I'll grant you a marvelous gift. The power to control the Heartless. Soon, Kairi. Soon. Ehrlich währt am längsten. Schöne Trophäe. Oh, wir sind aus dem Wahl raus. Ich habe mich das irgendwie anders vorgestellt, aber gut. Gesundheit. Aber ich schätze mal, er hat uns ausgenießt. Ob Geppetto und Pinocchio heil davongekommen sind?
Hoffentlich, sonst können sie sich... Was? Hoffentlich konnten sie sich irgendwohin retten. Riku. Oh, wir sind wieder in Agrabah? Wieso bin ich denn wieder in Agrabah? Ich will hier gar nicht in Agrabah. Habe ich nie gewollt. Wollte ich nie hin. Ich wollte eigentlich in einer ganz anderen Welt. Aber ihr seht das hier. Ich bin im Umgang mit Magie schon viel besser als du, Donald. Quatsch, bei dir ist doch alles nur Hokuspokus. Vielleicht solltest du mal wieder zu Merlin üben gehen. In der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Wer als Sieger hervorgeht, erhält etwas besonderes Tolles. Okay, wir können also zu Merlin gehen oder wir gehen zum Olymp oder wir würden uns hierhin begeben. Wobei, das ist so ein bisschen das Problem. Wir kommen hier nicht lang, weil hier sind wir beim Monstro angelangt und da kommen wir leider nicht vorbei. Also er versperrt uns so ein bisschen den Weg und von daher würde ich jetzt fast sagen, wir müssten... Hier ist, ihr seht das nochmal, hier zum Beispiel in Agrabah haben wir so ein Schlosssymbol, das heißt, die Welt haben wir fertig. Hier haben wir nur so ein durchgezogenes Symbol, hier können wir, glaube ich, nichts fertig machen. Entweder fliege ich jetzt hier hin, oder ich fliege hier hin, oder ich fliege hier hin. Ich würde mal sagen, ab nach Merlin, also wenn er schon sagt, wir sollen nach Merlin, dann gehen wir auch nach Merlin. Keine Ahnung, was genau uns die Chipmunks da sagen wollen, also Chip und Chap, oder auch A oder B, Hörnchen. Ich liebe den Warp-Antrieb. Ich bin so froh, dass wir den mittlerweile haben. Merlins Zimmer können wir direkt landen. Überhaupt kein Problem. So, wo ist Merlin? Ja, ich spring zu hoch. Da ist er. Ihr macht erstaunliche Fortschritte. Dies ist für eure Bemühungen. Was Examinator als Schlüsselanhänger bekommt, nicht aufgeben. Ich will zur Höhle oder ich will... Was ist denn die Höhle? Oh nö. Wie, ich komme von hier in... Darf ich mal... Wieso kann ich das Ganze nicht drehen? Das ist gemein. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo die Höhle hier, was die Höhle hier zu sagen hat. Hier ist noch dieses weiße Tech-Trio, was wir nicht benutzen können. Davor. Ah, jetzt verstehe ich das mit der Höhle von Merlin. Ah, ja, ja, jetzt wird mir auch einiges klar. Jetzt werde ich aber erstmal gucken, was für ein Schlüsseldings er mir gegeben hat. Ausrüstung, Wunderlampe, dann haben wir Examinator. Okay, das sieht so aus. Maximum MP steigen um 2 Punkte. Angriffskraft von Magie und Rufen steigen erheblich. Okay, hier habe ich aber das, sind, also eher hohe Trefferquote und Durchschlagskraft. Ich werde einfach dies hier nehmen, weil ich damit im Nahkampf viel mehr ausrüsten kann. Und ich habe schließlich den, Zauberstab abgewählt. Da werde ich mir nicht sowas aneignen. Ich wollte eigentlich, wo ist denn... Ich habe mich jetzt, nein... Ach da, jetzt sehe ich's. Ich wollte mich dann wieder, wir gehen zurück zum Gummijet. Ja, bitte einmal ins Gummijet steigen. Und dann werden wir aufbrechen zur Arena des Olymps. Oder ich überlege gerade, ob wir was anderes machen. Nein, wir gehen zur Arena des Olymps. Ich denke mal, die Zeit in diesem Part dürfte noch einigermaßen ausreichen. Oder auch nicht. Das ist schwer zu sagen, würde ich sagen. Ja, wir gucken einfach mal, wie ich das splitten kann, sonst zur Not mit dem Part. Aber wir fliegen erstmal zum Heroenplatz und wir werden nochmal kämpfen. Wie gesagt, das ist eine schöne Trainingsübung und man kann auch alles nochmal wiederholen. Und vor allen Dingen, man muss das auch machen, um hier in der Story weiterzukommen. Also es ist nicht... Hier ist es weniger so wie in den anderen Cups, also in den anderen Welten, dass man einfach einer stumpfen Story folgt und gut ist. Hier muss man sozusagen sich nach und nach weiterkämpfen. So, gucken wir mal. Also, Sora ist Platz 10. Die Gesetzlosen, die Madigen, die Draufhauer, die Wolkins, die Fettmöpse, die Pilze, die Dunkelwitwer. Oh nein, nein, nein. Ihr seht, wer da oben steht.
Yuffie und Leon. Das heißt, wir dürfen gegen die beiden kämpfen am Ende des Phil Cups. Und ich kann jetzt schon sagen, das wird definitiv nicht einfach werden, weil die beiden haben es drauf. Wir haben ja schon mal ganz am Anfang gegen Leon kämpfen dürfen. Da haben wir so halbwegs gesiegt. Ach, die gelben kann ich ja immer noch nicht ansprechen. Du kennst die Regeln? Ja, ich will in den Pegasus Cup. Natürlich zu dritt, weil wir den zum allerersten Mal bestreiten müssen. Erst danach kann man den auch alleine. So, dann gib uns mal die Gegner her. So, die Gesetzlosen. Ja, da, die sind eigentlich Todesbrumper und die sind uns ja jetzt mittlerweile alle bekannt. Das dürfte also kein Problem sein. Also ich kriege ja fast mehr Tech-Punkte von denen, als ich... Aua. Als ich, so, eben noch schnell heilen. Also ich kriege ja fast schon mehr Tech-Punkte als Erfahrungspunkte von denen. So, die Wüstenräuber oder die Madigen. Also Wüstenräuber, Arachmin, ja, typisch Agra war, denke ich mal, alles dabei. Na, ich merke schon, dass ich von hinten angegriffen werde, aber das lasse ich so nicht zu. Oh, da sind noch welche. Ich dachte gerade schon, irgendwie besiegt haben wir noch nicht, aber ich sehe keinen auf uns zurennen. Jetzt aber, juhu! For Daisy! Ja. Warum eigentlich für Daisy? Die weiß doch gar nichts davon. Du kriegst einen auf, oh. Die Dinger sind schon ein bisschen gewaltiger, wobei die da hinten sind leichter als die... Wow. Ich wollte eigentlich erstmal... Was machst du denn, Donald? Du hast aber auch Magie drauf. So, wo ist er? Du verpulverst auch deine ganze Energie, Donald. So. Noch eben schnell heilen. Damit... ich mach's immer so, wenn die Magieleiste voll ist, dann heile ich einmal komplett durch. Zumindest Sora, weil das hat den Vorteil, dass ich schön Magie laden kann, während ich auf die drauf haue. So, erstmal abgewehrt, das ist sehr schön, dann kriege ich nichts an den Kopf geworfen. Hallo? Donald ist seine Magie ausgegangen, das ist natürlich typisch. Und vor allen Dingen, der verwendet die einfach mal so ziellos. Gut, Donald hat auch wenig Möglichkeiten sonst. Halt, hier sind noch welche. Goofy, lass dich doch nicht so fertig machen. So, das ging doch mal schon besser. Also ihr seht schon, wir haben weniger Probleme als beim allerersten Mal im Phil Cup. Aber wir sind jetzt auch erst bei Platz 5 und da warten noch einige fiese Gesichter uns. So, erstmal euch erledigen. Ach, ich wollte keinen Tech-Punkt sammeln. So, einer ist schon mal erledigt. Halt, nein, ich will dich haben. Ich mal. Hallo? So, mal eben umdrehen. Ah, der macht sein Feuer. Ich sehe das schon. Donald, was machst du denn? Darf ich mal irgendeinen anvisieren, bitte? So, schön in den Hintern gebissen. Oder so ähnlich. So, dann kriegst du auch noch deine eigene Kugel zurück. Wir sind schon richtig trainiert, würde ich sagen. Also, oh, was für das, du mit deinem Feuer, ey. Na, das kann ich nicht kontern. Also, so. Sehr schön. Kein Gegner mehr. So will ich das sehen. Nicht für Daisy diesmal. Hm. Platz 4. Ach, die Giftfungis. Irgendwas war mit denen noch. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwie... Man denkt, die sind nur hier so zu dritt. Aber die hauen ganz schön rein. Ah, und vor allen Dingen, die machen sich zu Stein. Das hasse ich bei denen. Ach, die sollen aufhören, zu Stein zu werden. Mach kaputt. So, 96. Damit hat Goofy Maximum LP erreicht. Und 96. Und wie ihr seht, die Dinger geben extrem viel. Und Sora Maximum AP hat sich auch erhöht. Aber ich will erst noch meine Lebenspunkte erhöhen. Und von diesen Viechern kann ich euch sagen, in den nächsten Cups, da kommen die noch unheimlich mehr von denen. Und da sind teilweise Viecher bei, die geben sau viel Erfahrungspunkte, wenn man es schafft, die klein zu kriegen. Aber erstmal jetzt hier gegen die Dinger hier bestehen. Oh, was war, ich hätte treffen, muss ich schon nach. Schmeiß die doch nicht weg.
Na, ich will den schon kriegen. So, wo ist dann noch einer? So, eben noch aufgeladen. So, dann müssten wir jetzt auf Stufe 3 kommen. Ah, Platz 2 meine ich. Die Kolossalen, also nur diese Böllerwampen und so. So, ich warte mal. Ah, ich dachte eigentlich, da würde einer, aber die wollen erstmal Feuer produzieren, also lasse ich sie auch. So, du kriegst erstmal einen auf Oma. Danke, Goofy. So, jetzt müssen wir uns um die hier kümmern. Um die kolossalen Dinger. Aua, immer auf die kleinen. Na, du sollst mir deine Wampe doch nicht zeigen. Mit der kann ich nichts anfangen. Da, das kriegst du zurück. Meine Güte, wir machen doch, spielen doch hier keine Spielchen. Zack, das ging einfach. Du und dein Feuer, ne? Aber Gott sei Dank, mit dem neuen Sprung können wir die ganz einfach übertricksen. Oh, das hat sich erledigt. Komm, nochmal aufladen und dann dürften wir jetzt auch gegen Leon und Yuffie antreten. Und das wird definitiv nicht so einfach, wie wir gedacht haben. So, ich werde erstmal auf Yuffie gehen, da sie das schwächste Glied sozusagen ist. Aber sie ist auch nicht, also nicht zu verachten. Ich kann schon so viel verraten, man muss auch später mal gegen sie alleine kämpfen. Aua. So, und deswegen, wenn schon... Aua, Leon, kannst du dich mal zurückhalten? Aua. Schön abgewehrt, Leon, aber... Also, wir haben schön Leon abgewehrt, aber das hilft uns nur wenig. Ach, jetzt muss ich aufpassen. Ja, ja. Meine beiden Kollegen sind nämlich leider... gehst du mal weg? Aua, immer auf mich, ey. Ja, komm her. So, abgewehrt. So, und jetzt habe ich dich. So. Bist du wohl ruhig, Leon? Ich will mich erstmal hier um Yuffie kümmern. Ach, nur immer... Dieses große... Nein, ich wollte mich gerade heilen. Das gibt's doch nicht. Wirft die mir einen Schurigen in den Rücken. Ah, wir haben es nicht gepackt. Verdammter Mist, ey. Ihr habt gesehen, also die Gegner bis dahin, total einfach. Und dann kommen die beiden und nieten mich mal eben um. Vielleicht war auch meine Strategie einfach nicht gut genug. Aber gut, ich denke, das werden wir jetzt so nicht mehr schnell herausfinden. Nämlich, wir werden jetzt diesen Part an dieser Stelle beenden, sind weit gekommen und der Part war auch ziemlich lang und werden uns dann, denke ich mal, im nächsten Part wiedersehen, wenn ich noch einmal versuchen werde, den Pegasus Cup zu erledigen. Ich hoffe, dieser Part von Kingdom Hearts Final Mix hat euch soweit gefallen und ich schalte auch beim nächsten wieder ein. Danke fürs Zusehen und bis dahin.